So, das nächste Spiel kommt gleich. Tiny Pier Simulator. Nach Tiny Adventure kommt jetzt Tiny Pier. Okay, ich habe hier einen Tiny Pier. Your progress is saved. Wird das jetzt so ein Aufbauspiel wie das vorherige? Vielleicht. 10.000 Kekse brauchen wir, oder wie? Was soll ich machen? 3 Pavements bauen. Okay, geschafft. Jetzt 1 löschen. Okay. Must be placed a pavement. Was muss ich machen? Wie baue ich denn einen Shop? Sag mir, wie ich einen Shop baue. One fair or one shop? Ja, aber wie denn, Spiel? Wie denn? Gib mir ein Tutorial oder so. Ah, hier, right. Okay, cool. Machen wir einen Cupcake-Shop. Das ist immer gut, oder? Ich glaube, es hat sich noch nie wer über einen Cupcake-Shop beschwert. Aber das zählt noch nicht, oder wie? Hm, das ist schlecht. Oder muss ich das erst paven? Ah ja, jetzt. Guckt euch das nicht an. Sagenhaft. Research and Development. Ein Keks am Tag kriegen die jetzt von mir. Und währenddessen bauen wir so einen Hammerhausstand. Ein bisschen umständlich alles hier, aber cool, cool. Ist schon cool. Oh, da kommen die ersten Besucher. Yes! Zylinder-Guy und Federhut-Dame. Kauft euch einen meiner leckeren Cupcakes. Oder haut mit dem Hammer aufs Hammer-Dingsy. Wow, das ist sogar animiert und so. Das, da hat sich jemand extra Mühe gemacht. Das ist schön. Es regnet. Ah, oh, jetzt gehen die bestimmt wieder, oder? Niemand mag Scheißwetter. Ah, damn it. Und es lief gerade so gut. Kann ich die Dinger auch irgendwie drehen, wenn ich die baue? Weil sonst kann ich das hier gar nicht platzieren, wenn ich das nicht drehen kann. Ah, doch, es geht. Sehr gut. Hä? Moment. Aber jetzt ist das verkehrt rum, oder? Kann ich das auch wieder abreißen? Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht so, wie das jetzt ist. Jetzt baue ich eine Mülltonne aus Frust hier hin. Ich dachte, ich habe das extra andersrum gemacht. Aber mein Pier ist zu klein. So geht das nicht. Und ich kann den wirklich nicht mehr versetzen, jetzt befürchte ich. Ah, ich habe es abgerissen. Das geht. So. Vielleicht kann man es doch nicht drehen. Doch. Jetzt. Yes. Jetzt ist es Kunst. Oh Gott. Habe überlegt, meine Spende auf Patreon zu erhöhen, aber die Frage ist ja auch, ob du das schaffst, noch ein Video mehr zu produzieren. Ach so, die Ziele meinst du. Warte mal, da muss ich mal schnell selber gucken, was da jetzt gerade... Weil die sind... Da habe ich teilweise quasi schon Patreon-Ziele, die noch nicht erreicht sind, trotzdem schon vorgezogen. Deswegen kann es sein, dass das vielleicht schon nicht mehr stimmt. Irgendwie haben die das umgestellt. Ich sehe meine eigenen Ziele nicht mehr. Moment mal. Ich bin schon eingeloggt eigentlich, oder? Das ist irgendwie seltsam. Die Seite will mich gerade dazu bringen, selber mein eigener Patreon zu werden. Aber ich bin doch quasi mein Patreon. Im Grunde. Ah, hier haben wir es. Ah ja, stimmt. Das habe ich mal geupgradet. Das ist aktuell. Das stimmt.
das ist Absicht. Dass es auch am Dienstag dann quasi ein zusätzliches Let's Play geben wird. Oh, warte mal, das sehe ich nämlich gerade. Hey, gut, dass du das sagst. Ich habe nämlich voll übersehen, dass es eigentlich dienstags jetzt immer schon ein 14 Uhr Let's Play geben sollte. Da habe ich echt welche, das habe ich total verplant, dass ich da mal die Ziele angepasst habe. Danke, dass du mir das, dass du mich erinnerst. Das stimmt. Dienstag gibt es nämlich jetzt schon ein 14 Uhr Let's Play. Also im Grunde mach ich ab jetzt dann schon. Genau. Und das um 16 Uhr kriegen wir auch noch hin. Ja, ich habe noch ganz viele Stream-Aufzeichnungen, die noch in Folgen umgewandelt werden. Da ist genug auf der hohen Kante. Da musst du dir keine Sorgen machen, dass ich da nicht nachkomme mit dem Pensum. Aktuell ist das kein Problem. So. Ich finde das Spiel sehr gut, aber will noch was anderes spielen. Oh, die Figur sieht von hier aus wie ein Playmobil. Oder ein Lego-Figürchen. Ich muss die Sonne beschwören, okay. Ach so, warte. Yes! Durchgespielt! Kommt jetzt ein zwei. Oh, das ist nett. Und jetzt kommt das nächste Rätsel. Ja, ja, ich verstehe das Konzept, glaube ich. Das ist so ein bisschen wie, wie heißt denn das? Smith? Nee, dieses mit dem kleinen weißen Figürchen. Dieses Aufbaustrategie-Craft-Spiel. Dieses Top-Down-Minecraft, in dem man quasi Rohstoffe abgräbt und verarbeitet und dann für Gold neue Gebiete freischaltet, die dann teilweise aber auch Gegner und Dungeons enthalten. Forgerer, glaube ich, oder so ähnlich heißt es. Oh, die Sprungpassage ist nicht ohne. Man kann nämlich die Kamera nicht verstellen. Ich kann die Kamera nicht, wie ich das in so Sprungpassagen eigentlich machen würde, einfach hinter meine Figur drehen. Jetzt muss ich immer so komisch schräg lenken beim Springen. Das macht das sehr schwer, finde ich. Und die Sprungphysik ist auch ein bisschen komisch, aber gut. Aber das Konzept finde ich sehr, sehr, sehr cool. Das finde ich sehr sympathisch und sehr nett. Dass jetzt immer so Achtecke, Sechsecke quasi aus dem Boden schießen, die neue kleine Rätsel sind im Grunde, jedes einzelne. Nice irgendwie, gefällt mir echt gut. Und dadurch entsteht dann auch so eine ganze Welt. Ich mag das. Das ist mir jetzt schon sehr sympathisch. Ich wollte nämlich gerade sagen, und wenn der clever ist und der cool ist, dann interagieren auch die einzelnen Objekte aus den verschiedenen Rätseln miteinander. Und genau dann passiert's. Weil so doch kann alles nicht nur durch kleine Rätsel erweitert werden, sondern auch miteinander zu noch größeren Rätseln zusammen fusionieren. Ziemlich cool. I like that. Finde ich wirklich sehr nett hier. Metatron, Dankeschön fürs Patreon-Pledge erhöhen. Das ist wirklich cool, weil die Welt ist ein grausamer und kalter Ort. Ich weiß das, keine Gnade für niemanden. Ich verstehe das. Nein, Quatsch, aber durch den Urlaub habe ich tatsächlich auch Unterstützer auf Patreons verloren und die Werbeeinnahmen sind natürlich gesunken. Da gibt es keine Gnade. Wer Urlaub will, muss leiden. Ist auch voll okay, habe ich auch damit gerechnet. Aber umso cooler ist es jetzt, dass du deinen Support erhöhst quasi als zum Ausgleich. Für mich ist das gerade auch echt hilfreich. Dankeschön. Locked. Find the key. Find the key. Hm.
Vielleicht springe ich mal aus hoher Höhe auf dieses komische Sonnensymbol. Also das Konzept gefällt mir sehr gut und auch das Spiel ist cool. Irgendwie hat leider Dreams anscheinend standardmäßig irgendwie einfach so eine wacky Charakterphysik, weil das ist fast in jedem Spiel so. Ganz wenig Spiele gibt's und ich schätze mal, das ist ziemlich schwer, die das irgendwie besser machen, aber das Spiel hat standardmäßig einfach eine echt weirde Physik irgendwie, eine echt weirde Simulation der Figuren, der Schwerkraft und so, fühlt sich einfach nicht toll an. Und das hat halt leider irgendwie fast jedes Spiel. Natürlich auch. Da können die Spielmacher gar nichts dafür. Aber es ist weird. Wo finden wir denn jetzt einen Schlüssel? Nirgends finde ich einen. Ah, warte mal, da leuchtet was komisch golden. Nee. Ich weiß nicht, wo ich einen Schlüssel finden soll. Hier ist kein Schlüssel. Oh, ins Wasser fallen ist tot. Und wenn es keinen Schlüssel gibt, was mache ich dann? Ach nö, ich hätte jetzt gern noch weitergespielt, ehrlich gesagt, aber... Dass ich jetzt den Schlüssel nicht finde, ist frustrierend. Sonne lenken oder so kann ich auch nicht. Weil dieses Sonnensymbol sieht so auffällig aus, aber... Ich kann auch keine Sprungattacke, Stampfattacke oder sowas, nee. Nein! Oh, come on. Da hatte ich beim ersten Mal echt Glück, dass ich das geschafft habe. Ich weiß nicht mal genau, was ich da drüben will. Ich überlege nur, ob man so Schreine vielleicht wieder deaktivieren kann und soll, damit vielleicht irgendwas wieder rückgängig gemacht wird oder so, aber nee. Ja, ich cheate einfach. Ich bin der Grinch. Ich mache alle eure Spiele buggy und verhunagelt. Enter the sacred temple to continue your own path. Okay. Das ist ein total tolles Konzept. Das ist jetzt wirklich von allen Spielen, die ich heute gespielt habe, das erste, wo ich sagen würde, das als vollständiges Spiel wär super. Also das ist wirklich ein Konzept, das man echt weiterverfolgen sollte unbedingt. Nicht, dass die anderen Spiele jetzt schlecht waren, aber die waren halt im Großen und Ganzen nichts Neues oder so. Aber das gerade war echt gut. Richtig gut. Get ready! Moment mal, ich bin alleine. Wir sind nicht zu zweit. Ups, ist egal. Schauen wir mal. Ich get trotzdem ready. Muss man da einfach nur innerhalb der Kreise bleiben, oder wie? Anscheinend. Warte mal, bewege ich beide? Ah, ich glaube, ich verstehe es. Naja, das ist schon sehr... Das ist halt wie so ein Mario Party Spiel, ne? Ich mache nochmal eine Runde. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Dreams für PC wäre halt echt cool. Aber am PC hat man doch eigentlich andere Tools zur Verfügung. Aber gut, Dreams ist schon... Aber ich glaube wirklich fast... Da kann man auch gleich mit Unity anfangen, glaube ich, am PC. Das ist, glaube ich, nicht sehr viel komplexer als Dreams wahrscheinlich.
und man hat mehr Möglichkeiten. Also das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn man sich schon reinarbeitet, kann man eben, glaube ich, am PC auch wirklich gleich ein richtiges Softwareprogramm nehmen. Ich muss quasi beide Sticks machen. Ich dachte erst, der andere ist irgendwie KI gesteuert oder so, aber... Wow, jetzt wird's aber bescheuert hier. Oh mein Gott. Die bewegen sich immer so ähnlich. Die sollen sich mal unabhängig voneinander bewegen. Dann wird's wirklich ein Brain Tease. Ich glaube, ich habe hier den Bonus-Stage gehackt. Ich glaube, wenn man so macht, kriegt man einfach echt viele Punkte. Oh, jetzt nimmt aber die Geschwindigkeit zu. Jetzt wird es aber wirklich mal fordernd hier. Yeah! Ah, ganz so gut funktioniert es doch wieder nicht, meine Technik hier. Vielleicht eher so dann. Ich glaube, es funktioniert besser, ja? Ah, jetzt bin ich Game Over. Na gut, okay. Ja, okay. Was soll man sagen? Streams an sich ist ja auch der schnelle Zugang zu den Spielen. Da hast du wirklich recht mit da dran. Da habe ich gerade überhaupt nicht dran gedacht. Das ist absolut wahr. Da geht es ja nicht nur darum, dass man seine Spiele machen kann, sondern eben auch darum, dass man die quasi innerhalb von diesen Dreams auch gleich publishen kann und sowas und so eine Community gleich hat und Zugriff auf die Spiele. Das stimmt. Das ist natürlich alles bei Unity und Unreal Engine und so weiter nicht so. Es gibt genug Seiten, ach so, wo man sich Unity und Unreal Engine Demos runterladen kann. Na gut, okay. Im Endeffekt fehlt dann nur dieses eine Programm, ne? Im Grunde, wenn das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Im Grunde müsste es dieses übergreifende Hub als Spiel geben, das dann quasi alle Unity-Projekte vereint und wo quasi jeder so seine Unity-Projekte reinstellt. Dass es nicht nur irgendeine Seite ist, wo man sich dann Demos runterlädt und installiert und sondern eben... Bam, hier, komm, probier das Spiel und zack, nächstes Spiel und lass uns ein bisschen random einfach durch die ganzen Demos, die gebaut wurden, durchsurfen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Das sollte mal jemand machen vielleicht. So, wie spät ist es denn? Haben wir noch? 10 Minuten haben wir noch. Dann spielen wir jetzt noch Wotuguan V2. Wow. Wotuguan will ich gleich mal wissen. Okay. Ja, ich verstehe. Nice. Ach ja, oder? So, Schwupp sind immer gut. Schmupp, glaube ich, nennt man die, oder? Wie heißen die? Schwupp oder Schmupp? Ist da die Genrebezeichnung dafür. Ich habe nie verstanden, warum eigentlich. Ich habe die früher immer Shooter genannt, aber ist schon klar, dass das heute... Heute ist das vom First-Person-Shooter besetzt, der Begriff.
Ah, da oben ist meine Health. Okay. Aber meine Schildenergie ist schon gar nicht mehr so gut. Jetzt ist sie wieder voll. Yeah. Sehr gut. Top-Down-Shooter. Ja, genau. Könnte man auch so bezeichnen. Finde ich auch. Aber ganz speziell diese Raumschiff-Auto-Scroll-Shooter nennt man, glaube ich, wirklich Schmupp. Aber da müsste ich nochmal googeln. Ich habe das schon oft gehört, aber nie gelesen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie man es tatsächlich schreibt. Also, wie es tatsächlich gehört. Oh, wir haben den Ender Dragon geweckt. Perspektivwechsel. Ach so, aber die Steuerung bleibt gleich. Ach so, nee, okay, wechselt schon. Das wäre gerade komisch gewesen. Da gibt es ja wirklich bei solchen Spielen dieser Art. Gibt es ja gerade im japanischen Raum wirklich welche, die von dir absolute Perfektion verlangen. So wie Ikaruga oder sowas. Und dann gibt es natürlich Leute im Internet, auf YouTube, bei Awesome Games Done Quick oder so, die einfach irre sind. Und diese Spiele dann einfach perfekt, ohne einmal zu sterben, spielen. Und es ist super beeindruckend. Also Ikaruga kann ich eben nur empfehlen. Einfach mal so Ikaruga Pro Player sich angucken. Jemand, der das wirklich Tag und Nacht spielt. Das ist total faszinierend. Irgendwie so Ikaruga Highest Difficulty Deathless oder so. Dann findet man bestimmt was sehr Beeindruckendes. So, Zeit für eins haben wir noch. Ah ja, das ist schon auch cool. Weiter geht's. Just Pogo. Okay. Bullet Hell, ja, ja, genau. So Bullet Hell Shooter ist quasi, das stimmt, das ist die Bezeichnung, die ich gesucht habe für so total abgedrehte Ikaruga-artige Dinger. Okay, machen wir mal das erste Level von Just Pogo. Irgendwie. Ich weiß nicht mal, wie ich starte. Ist das? Ist das Just Pogo? Aber keine Taste macht was. Ich kann euch das erste Level nicht starten. Ah, jetzt. Okay, man kann rotieren. Ah, ich verstehe. Das ist auch keine schlechte Idee für ein sehr simples, lustiges Spiel. Man sollte nur Game Over gehen, wenn der Körper den Boden berührt. Aber dann ist das tatsächlich witzig. Das hat was von Quop oder so. Nett irgendwie. Das ist cool. Oh ja. Oh ja. Das gefällt mir. Ich kann einfach nur mit der R-Taste nach vorne rotieren. Mehr ist gar nicht möglich. Aber das ist super. Oh oh. Okay. Ja. Ja. Hua. Joa. Mist. Shit. Das wär's gewesen, nämlich. Ja. Hey, das ist verdammt lustig. Das ist wirklich witzig. Super cool. Try spin as you hit the ground to add movement. Ja gut, okay. Ach so, ich musste über die Abgründe. Aber kann ich nicht auch so machen, dass ich Movement krieg? Ah, eher nee so, ne? Mist.
Shit. Gar nicht so leicht. Aber das ist tatsächlich super lustig. Das macht echt Spaß. Mist. Okay. Nein. Ah, es gibt's nicht. Okay, wartet. Ich bleibe jetzt einfach hier und gewinne ein bisschen Höhe. Na also. Yeah! Ich glaube, da kann man später, wenn man ein bisschen geübt ist, super coole Moves machen mit dieser Mechanik. Ach, das ist herrlich dämlich, aber macht auch echt Spaß. Komm schon, das ist bestimmt ein Schlüssel, oder? Damit. Ich fände es schon gut, glaube ich, wenn man mit der linken Taste noch in die entgegengesetzte Richtung rotieren könnte. Aha, ein Schalter. Nein, komm, rotieren wir durch. Ja, hoa, jaba, tja. Ah, dammit. Ich dachte schon, ich hab's kaputt gemacht. Ah! Ah! Nein, jetzt falle ich runter. Okay, Achtung. Yes, das war gut. Yeah, geschafft, okay. Und jetzt nix wie raus hier. Yes. Achtung. Yeah. Yeah. Good Pogo. Hey Chris Game. Pogo geht. Und so ordentlich. Ach, warte mal. Ich habe schon wieder die Spielbeschreibung nicht verändert. Ne? Da steht immer noch Ace Combat 7. Ah, aber jetzt ist es auch schon wurscht. Jetzt ist eh gleich vorbei. Wird der Schalter, wenn ich sterbe, wieder zurückgesetzt auf Ausgangsposition? Werden wir zum Glück nie rausfinden, weil ich so awesome pogoen kann. Oh oh. Ich komme da nicht durch. Mist. Das ist echt gemein, weil man nur nach vorne rotieren kann. Dadurch kann ich jetzt auch nicht einfach zurückrollen. Jetzt haben wir den Salat. Ja, jetzt nimmt das Ganze schön langsam hier Form an. Ach, komm schon. Komm schon, Pogo. Lass mich hier nicht im Stich, Pogo-Stab. Das schaffen wir noch. Mist. Dammit. Ja, jetzt aber. Ah. Shit. Das war knapp. Das hätte beinahe funktioniert. Das ist gar nicht ohne jetzt. Komm schon. Ah, Mist. Shit. Okay. Ah ja, Ace Combat ist leider schon vorbei, ja. Ich habe nur vergessen, die Titel zu ändern. Das ist mir vorher auch schon mit Fallout 76 passiert, Mensch.
Vergesst das immer. Komm schon, in die Tür. Yes. Das ist das neue Ace Combat 8. Pogo Edition. Durch einen zweiten riesen Asteroideneinschlag wurde alle Technologie zerstört. Es gibt keine Chats mehr, nur noch Pogo-Stäbe. Ist ein unerwarteter Twist. Hat nicht jedem Fan gepasst, aber letztendlich ist ein super Spiel draus geworden. Ace Pogo heißt das jetzt auch. Die Reihe. Ups. Oder Pogo Combat. Oh, es gibt nicht mal Combat, was wir hier machen. Was wir machen ist viel, aber kein Combat. Nein, das wird aber knifflig hier. Ja. Das ist wirklich gemein, weil ich darf ja nicht zu, ne, wenn ich mit dem Kopf gegen den Mittelteil knalle, ist es ganz doof. Aber ich muss auch hier irgendwie so landen. Ja, komm. Ja. Yeah. Das war ziemlich cool. Ah, oh, Gott sei Dank. Okay. Hua. Ja. Oh, oh. Nimm wieder runter mit uns. Das haben wir jetzt davon. Na komm. Und alle hoppazi. Gut. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Nicht zu stürmisch werden. Yeah. Okay. Das war perfekt. Das ist echt richtig cool, muss ich echt sagen. Ohne Witz. Ich glaube, da könnte man ein sehr lustiges kleines... ich wollte schon Vollpreis sagen, aber ein Kultklassiker könnte das werden. Nein! Oh Gott sei Dank, da ist noch Boden. Ein paar Mechaniken mehr, ein bisschen ausfeilen das Ganze noch. Das hat Potenzial. Oft sind die simpelsten, doofsten Ideen die coolsten. Au. Nein, verdammt. Ja, ich meine, zur Zeit gab es ja, oder was heißt zur Zeit, aber eigentlich schon seit längerem gibt es ja super viel Spiele dieser Art im Grunde, die relativ großen Erfolg gekriegt haben. Ich überlege gerade, mir fällt der Name nicht ein. Mit diesen verrückten Autos, wo man irgendwie so total bescheuert, mit total bescheuerten Autos total bescheuerte Parcours fahren muss. War ganz bekannt eine Zeit lang. Naja, aber dann, ich denke zum Beispiel an Quop. Quop ist, glaube ich, auch noch ziemlich populär. Happy Wheels, genau, danke schön. Happy Wheels war das, was ich gesucht habe. An sowas in der Art, denke ich. So, ein Level machen wir jetzt noch, aber dann ist Schluss. Oh, Schwerkraft verändern. Oh yeah, okay. Ich verstehe, das ist nicht schlecht. Da kommen sie, die mehr Mechaniken, von denen ich gerade noch geredet habe, die man da einbauen müsste. Oh oh. Shit. Was wird der göttliche Leser wird überlesen? What? Gut. Yeah. Hey, das war jetzt gerade alles so perfekt, dass es eine Unverschämtheit ist, was absolut Glück war. Sehr gut.
Sehr gut. So. Na gut. Das ist wirklich toll. Aber ich glaube, jetzt machen wir Schluss für heute. Aber da waren jetzt heute ein paar interessante, coole Spiele dabei, oder? Das Robo-Spiel hatten wir schon mal, das habe ich übersprungen. Das ist eine coole Mechanik in einem monotonen Spiel. Ach ja, das Aufbau, das römische Stadtaufbauspiel. Ja, das könnte ein bisschen, weiß ich nicht, Polishing vertragen. Das habe ich gar nicht bewertet. Little Quest, Tiny Quest war cool. Das hat mir auch gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Schade, dass man nicht noch Daumen nach oben Premium machen kann. Ja, das war... Naja. Das war auch nett. Und Just Pogo ist super. Also Just Pogo und hier Sunchild sind heute schon meine Highlights gewesen in Dreams. Immer wieder interessante, coole Spielkonzepte dabei. Sehr schön. Na schön, Leute. Dann macht's gut. Oh, Mr. Skyline. Nein, jetzt. Aber wirklich, gerade zur Verabschiedung bist du noch reingekommen. Das ist jetzt schade. Naja, sehe ich jetzt erst. Aber leider ist für heute Schluss. Aber am Dienstag geht's schon wieder weiter mit dem nächsten Stream. Wieder um 19 Uhr. Und dann ist Donnerstag natürlich auch gleich der erste Special-Stream für diesen Monat. Auch um 19 Uhr geht's los. Dienstag, Donnerstag für den Rest meines Lebens. Macht's gut und danke für Spenden, für Zuschauen, für Bits, für Patreon-Unterstützung, für alles. Ciao.